ihr Lieben und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Leuchtfeuergemeinde. Mega cool, dass du heute eingeschaltet hast. Für mich ist es total das Privileg, heute zu dir zu sprechen. Du siehst schon den Titel dieser Predigt, Frei von Menschenfurcht. Das hatte ich einfach total auf dem Herzen heute für euch. Und ich habe tatsächlich schon mal vor einem Jahr über das Thema Komfortzone gesprochen. Vor etwa einem Jahr und habe darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man regelmäßig seine Komfortzone verlässt, um letztendlich in die Berufung zu kommen, die Gott für einen hat. Und um die Komfortzone zu verlassen, müssen wir regelmäßig Menschenfurcht überwinden und sagen, Nein zu Menschenfurcht sagen, ja? Und ich glaube einfach, ich hatte für diese Predigt auf dem Herzen, einfach mit diesem Thema in die Tiefe zu gehen. Und ich glaube, dass Gott einfach was ganz Neues und was ganz Frisches für dich hat. Ich glaube, dass da einfach eine neue Dimension an Freiheit heute für dich ist. Und genau, saug das einfach auf. Ich bete einfach, dass du dein Herz öffnest und dass du genau das, was dich anspricht, wo du merkst, wow, das berührt mich, dass du das einfach auch mit Gott bewegst und mit in deinen Alltag nimmst. Ich habe natürlich als Grundlage die Bibel, das ist ja das Wort Gottes. Und gleichzeitig habe ich ein christliches Kinderbuch, das heißt, Du bist einmalig von Max Lucado. Ist hier keine Werbung, aber ich liebe dieses Buch einfach. Ich habe schon als Kind, haben meine Eltern mir das immer vorgelesen. Ich finde es so genial und es malt einfach so ein total schönes Bild, wie Gott über uns denkt und wie wichtig es ist, dass wir uns von dem abhängig machen, was Gott über uns sagt und uns mit seiner Sichtweise füllen und uns nicht abhängig machen von der Annahme der Menschen. Und ich fange gleich mal an, ja, ich steige gleich mal ein mit diesem Buch. Es geht in diesem Buch um Holzpuppen und diese Holzpuppen wurden von dem Holzschnitzer Eli gemacht. Und diese Holzpuppen sind alle ganz verschieden, sie sehen anders aus, sie haben verschiedene Talente und leben eben gemeinsam in so einem Städtchen. Und diese Holzpuppen haben zwei Dosen. In der einen Dose befinden sich gelbe Sterne und in der anderen Dose graue Punkte. Und immer, wenn ja, jemand etwas gut macht oder vielleicht besonders schön aussieht in deren Augen, dann klebt man der Holzpuppe einen Stern auf. Und wenn man vielleicht sagt, oh, die Holzpuppe gefällt mir nicht so oder ist nicht besonders schön in meinen Augen, dann verteilt man einen grauen Punkt. Und so haben einige graue und graue Punkte und einige haben Sterne, einige haben mehr Sterne, einige haben weniger Sterne. Wenn man einen Stern bekommt, dann will man gleich wieder was Neues, Schönes, Tolles tun, damit man von einer anderen Holzpuppe wieder einen Stern bekommt. Also man ist fast schon wie so süchtig nach den Sternen. Und ich glaube, das mal so ein perfektes Bild von unserer Gesellschaft, in der wir uns heutzutage befinden. Ich glaube, dass wir eine Gesellschaft haben, die sehr schnell bewertet, sehr schnell urteilt über andere Menschen. Wir befinden uns heutzutage in einer Leistungsgesellschaft, ja, wo man sagt, du bist, was du tust. Und wir haben ganz viele kaputte Schönheitsideale und bewerten uns da irgendwie gegenseitig, wie auch ähnlich diese Holzpuppen. Ja, das ist ja auch so eine Parallele zu uns einfach. Also ich glaube, dass es einfach viele Menschen gibt, die so süchtig sind, schon fast nach dieser Annahme und Anerkennung der Menschen und gleichzeitig so eine Angst irgendwie nicht dazuzugehören, Angst vor diesen grauen Punkten der Menschen. Ich finde, gerade in den sozialen Medien ist das sehr typisch. Ja? Hier bei YouTube können wir einen Daumen hoch lassen, wir können einen Daumen runter machen. Das Gleiche bei Instagram und Facebook. Ja? Wenn man viele Likes hat, dann freut man sich. Wenn man vielleicht nicht so viele hat, denkt man, oh, war das jetzt ein gutes Bild? Bin ich gut genug? Also man definiert sich ständig darüber, was andere denken. Ich will das einfach mal so, dieses Bild malen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass uns das bewusst ist, auch als Christen so, in was für einer Gesellschaft befinden wir uns eigentlich heutzutage so. Und in diesem Buch ist der Hauptcharakter ist Punchinello. Und Punchinello hat nur graue Punkte. Das heißt, der macht irgendwie nichts richtig, der versucht so schnell zu laufen, so hoch zu hüpfen wie die anderen, aber ihm gelingt es nicht. Und er merkt einfach, er bekommt immer mehr graue Punkte und irgendwann hat er so viele graue Punkte, dass er schon richtig Angst hat, nach draußen zu gehen und sich sehen zu lassen.
Und ich glaube, genau das, so wie Punchinello sich verhält, dass er nicht mehr nach draußen geben mag, dass er nur noch bewertet wird von anderen. Ich glaube, so geht es einem Menschen, der in Menschenfurcht lebt und sich abhängig macht von anderen Menschen. Und ich möchte einfach mal so ein paar Punkte mit euch durchgehen. Wie verhält sich eigentlich jemand, wie denkt jemand, der Menschenfurcht hat? Vielleicht erkennst du dich in einigen Aspekten wieder, denkst, oh ja, das mache ich auch manchmal, so denke ich auch manchmal. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass uns das ganz bewusst ist und dass wir da total reflektiert sind. Wo machen wir uns vielleicht noch ein Stück weit auch abhängig von Menschen? Und ja, ich fange einfach mal an mit dem ersten Punkt. Ich glaube, das ist ein Vers, der in Sprüche 29, 25 ist. Da steht, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Ich glaube, dass wenn du in Menschenfurcht lebst, dass du wie in einem Käfig bist, den du dir eigentlich selber gebaut hast. Dieses Wort Falle, Menschenfurcht stellt eine Falle, der Ursprung davon ist tatsächlich wie ein Tier, das gefangen wird. Und ich habe irgendwie den Gedanken gehabt, als ich das so gelesen habe, wie so ein Käse. Und die Maus will zum Käse in so einer Falle, ja. Und dieser Käse ist, was denken die Menschen über mich? Und die Maus geht dahin und rennt, ja, ich will in diesen Käse. Und dann ist sie gefangen. Und das, so ein Leben leben wir, wenn wir in Menschenfurcht leben. Du machst dich letztendlich abhängig von den Meinungen und der Anerkennung der Menschen. Das bedeutet auch, dass du ständig darüber nachdenkst, was die anderen Menschen über dich denken. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Bei mir ist das auch wirklich so ein Prozess, ja, dass ich immer mehr merke, so, nee, ich überwinde Menschenfurcht, das gehört nicht zu mir. Aber ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben. Vielleicht kennt ihr auch so eine Situation, wo man so ein Gespräch verlässt. Man hat vielleicht ein Treffen mit jemandem gehabt, mit wem auch immer. Und danach denkt man so, war das jetzt doof, was ich gesagt habe? Hätte ich das vielleicht nicht sagen sollen? Habe ich vielleicht zu viel geredet? Habe ich zu wenig geredet? Sah ich dabei komisch aus? Das sind so typische Gedanken, die einen manchmal dann so einholen. Letztendlich wirst du auch nichts tun, das ist der nächste Punkt, du wirst nichts tun, das irgendjemanden in deinem Umfeld dazu bringen könnte, dich nicht zu mögen. Das heißt, du versuchst, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Raum sitzt mit vielen Leuten, die nicht an Gott glauben, oder sagen, nee, mit Gott will ich nichts zu tun haben, dann würdest du gar nicht anfangen, deinen Glauben zu teilen, weil was würden die Menschen über dich denken? Und das geht nicht nur um Glauben, es kann alles Mögliche sein. Vielleicht hast du gerade eine geniale, neue, gesunde Ernährung, aber du willst darüber nicht reden, weil wir sitzen gerade bei McDonald's und deine Freunde verspeisen einen Burger und du sagst, oh nee, was denken die über mich, wenn ich damit jetzt anfange? Also ich glaube, das ist einfach so ein ganz typisches Ding, dass man nichts tun möchte, was jemand anderen dazu bringen könnte, einen nicht mehr zu mögen. Und Fakt ist, das wird niemals einen Menschen geben, der von allen gemocht ist. Das gibt es einfach nicht, weil du kannst tun, was du möchtest. Du kannst noch so ein toller Christ sein oder noch so ein noch so sehr irgendetwas verfolgen, eine bestimmte Meinung haben. Es wird immer Menschen geben, die diese Meinung nicht haben. Was du auch tust, wenn du in Menschenfurcht lebst, dass du dich ständig vergleichst. Das heißt, du sagst, ne, wie eigentlich diese Holzpuppen, sie gucken, okay, was kann der, kann ich das besser, kann ich das schlechter? Und das führt eigentlich dazu, dass du entweder Minderwertigkeit hast, also dass du dich minderwertig fühlst, oder dass du arrogant wirst. Also deswegen, das kann ich wenigstens besser. Also du vergleichst dich ständig. Du kannst vielleicht auch schwer Nein sagen und gesunde Grenzen setzen, weil du willst es ja allen recht machen. Du sprichst Dinge auch nicht ehrlich an, also hältst einfach vieles zurück. Das kann in Freundschaften mit deinen Kollegen, mit deinem Partner sein. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Konflikt oder irgendwie du merkst, du willst eigentlich was ansprechen, aber lieber nicht, weil was könnten sie über mich denken? Wenn du in Menschenfurcht lebst, kannst du auch nicht besonders gut mit Kritik um, auch nicht mit konstruktiver Kritik, sondern fühlst dich sehr schnell abgelehnt oder auch übersehen. Oder irgendwie ungerecht behandelt. Ich kann euch einfach mal eine Geschichte von mir erzählen. Ich bin seit 11 Jahren bin ich jetzt in der Band. Und also mit 15 bin ich in die Band gekommen. Und ich habe
wirklich, wenn, also es hätte, kann wirklich eine ganz normale, konstruktive Kritik sein, wie, hey Verena, das wäre ganz gut, wenn du mal versuchst, das so und so zu singen. Und ich habe es sofort persönlich genommen. Ich habe sofort gedacht, oh ey, die mögen mich gar nicht und ich bin gar nichts wert. Also ich habe es sofort auf mich bezogen, anstatt zu sagen, oh guter Tipp, vielen Dank. Und gleichzeitig ist jemand, der in Menschenfurcht lebt, braucht ganz viel Lob, um zu wissen, dass man etwas gut gemacht hat. Also das heißt, bei mir sah das dann damals so aus, dass ich dann zum Beispiel auf der Bühne gesungen habe und wenn ich runtergekommen bin, dann Leute mir kein Kompliment gemacht haben, dann habe ich gedacht, oh nein, ich habe bestimmt falsch gesungen, ich habe bestimmt irgendwas falsch gemacht und die in der letzten Reihe, die haben auch gar nicht getanzt. Ja, so, das war einfach so in meinem Kopf drin. Und letztendlich, darauf möchte ich eigentlich hinaus, das ist das, was ihr euch wirklich merken müsst, was total wichtig ist. Und zwar, wenn du Menschenfurcht hast, denkt man ja, man kreist eigentlich um Menschen, ne? Aber letztendlich kreist du um dich selbst. Du hast eigentlich so eine ständige Angst, irgendwas falsch zu machen oder Leuten nicht genug zu gefallen. Ich fand es ganz cool, ich habe vor ein paar Monaten von Raphael Bonelli, das ist so ein richtig cooler Psychotherapeut, der macht auch auf YouTube so ein paar Videos, auch hat mega coole christliche Werte auch. Und er sagt, dass ein krankhafter Perfektionist eine panische Angst hat, Fehler zu machen. Und das führt dazu, dass man sich die ganze Zeit nur auf sich selber fokussiert. Und er hatte so ein mega cooles Bild, und zwar er hatte das Bild von einem Künstler. Und er sagt, es gibt einmal den perfektionistischen Künstler, ich sage jetzt mal der Künstler, der in Menschenfurcht lebt. Und stellt euch vor, dieser Künstler, der meißelt so seine Steinskulptur. Und während der perfektionistische Künstler, während er das macht, denkt er, oh, was denken die anderen Leute über mich? Wenn ich das jetzt hier so haue, bin ich dann gut oder finden die das toll? Mögen die mich dann? Was denken die über mich? Und der gesunde Künstler auf der anderen Seite, der denkt eher, oh, dem geht es um die Sache an sich. Er denkt eher, oh, diese Skulptur, das könnte Menschen total gefallen und vielleicht werden sie berührt davon, vielleicht spricht es zu ihren Herzen. Und das können wir wirklich auf jeden Lebensbereich übertragen. Das kann vielleicht mit Songwriting sein, vielleicht schreibst du einen Song und der Künstler, der perfektionistische Künstler, schreibt diesen Song und will einfach, ja, Hauptsache ich stehe gut da in diesem Song. Und der Künstler, der wirklich einfach gesund ist und sich nicht davon abhängig macht, was Menschen denken, sagt, ich möchte, dass Menschen damit berührt werden. Es geht ihm um den Song an sich. Und ich finde es so genial, weil dieser Raphael Bonelli, der sagt, der Schlüssel, um Perfektionismus letztendlich loszuwerden, oder ich sage jetzt auch mal Menschenfurcht, dieses Kreisen um sich selbst, ist, indem man jemandem dient, der über einem ist. Und er sagt, die höchste Form davon ist, an einen Gott zu glauben. Und dadurch hört man dann auf, sich angstvoll um sich selbst zu kreisen. Und das finden wir tatsächlich auch genauso in der Bibel. In Galater 1, Vers 10 heißt es, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, wäre ich nicht ein Diener Christi. Das heißt, wenn du versuchst, die ganze Zeit Menschen zu gefallen, dann dienst du eigentlich gar nicht Gott. Du wärst dann kein Diener von Gott, kein Diener von Jesus. Und ich glaube, genau das wollen wir doch als Christen, dass wir unser Leben leben für diesen Gott und nicht für Menschen. Ja? Und das heißt nicht, dass wir Menschen nicht dienen oder nicht hilfsbereit sind oder so, aber es geht darum, um die Motivation und um dein Herz da drin. Und das Coole ist, in diesem Buch gibt es ja diesen Punchinello mit den grauen Punkten, den haben wir jetzt gerade schon beleuchtet, ja, das ist der Mensch, der in Menschenfurcht lebt, und da gibt es ein Mädchen in diesem Buch und das heißt Lucia. Und dieses Mädchen, das hat keine Sterne und keine Punkte. Das heißt, die Aufkleber haften nicht an ihr. Und der Punchinello trifft auf diese Lucia und sagt, wie kann das sein, warum hast du keine Aufkleber? Und Lucia sagt, ich habe den Holzschnitzer Eli kennengelernt. Und er beschließt und sagt, okay, das will ich auch. Ich will ihn auch kennenlernen. Ja? Der Holzschnitzer Eli steht für diesen Schöpfer, für Gott. Ja?
Und dann geht Punchinello zu diesem Holzschnitzer Eli, die haben ein total schönes Gespräch und er fühlt sich total gesehen zum ersten Mal. Und dann fragt er den Holzschnitzer, warum bleiben die Aufkleber nicht an ihr haften, an Lucia, ne? Und dann sagt er, und das finde ich echt spannend, weil sie beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich denke, als was die anderen denken. Und das ist wahre Freiheit, ja, wenn wir uns davon abhängig machen, was Gott über uns denkt und nicht von dem, was andere Menschen über uns denken. Hier steht noch, die Aufkleber, sagt er, haften nur, wenn du es zulässt. Und ich möchte euch einfach mal so gerne mit in die Apostelgeschichte reinnehmen. Ich finde, da finden wir auch so eine Lucia und da finden wir auch Punchinello. Und zwar haben wir da einmal, auf der einen Seite haben wir Johannes und Petrus in Apostelgeschichte 3, 4, 5, die Kapitel. Johannes und Petrus, die absolut frei sind von Menschenfurcht, das werdet ihr auch gleich sehen. Und auf der anderen Seite haben wir die Priester und die Schriftgelehrten, die total abhängig sind von dem, was Menschen über sie denken, also in Menschenfurcht leben. Also ich nehme euch einmal rein und fasse das kurz zusammen. Ja? Ihr könnt euch das zu Hause nochmal, oder einfach, ihr seid ja zu Hause, ihr könnt euch das einfach nochmal in Ruhe durchlesen. Und zwar in Kapitel 3 steht Petrus und Johannes, die heilen im Namen Jesu einen Gelähmten. Ja? Und er war von Baby auf an gelähmt. Und das haben natürlich total viele Leute mitbekommen in dem Volk. Die haben gesagt, boah, der war doch gelähmt. Wie kann das sein, dass der jetzt geheilt ist? Folgen Petrus und Johannes. Und Petrus und Johannes predigen das Evangelium und sagen, Jesus war das. Jesus, der ins Kreuz genagelt wurde, ist nach 3 Tagen auferstanden. Und Jesus ist derjenige, der heilt. Es war seine Kraft und nicht unsere. Und das haben natürlich die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die haben das alle natürlich mitbekommen und waren total aufgebracht, weil sie waren ja letztendlich diejenigen, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. Das heißt, was könnten die anderen Menschen jetzt über sie denken? Ja? Sie haben also Johannes und Petrus ins Gefängnis gebracht. Und dann haben sie gefragt, haben Petrus und Johannes gefragt, wie ist denn dieser Mann geheilt worden? Wie habt ihr das gemacht? Und Petrus sagt wieder, wir haben im Namen von Jesus Christus gebetet, den ihr gekreuzigt habt, der von Gott, von den Toten auferweckt wurde. Und er hat diesen Mann geheilt. Und der Hohe Rat hat sich dann erstmal gesagt, okay, wir müssen uns erstmal beratschlagen, was machen wir denn jetzt mit den beiden? Sie konnten natürlich auf der einen Seite nicht leugnen, dass Wunder geschehen war, das haben sie selber gesehen. Gleichzeitig wollen sie natürlich auch nicht, dass sich das jetzt weiter verbreitet und sie in schlechtes Licht kommen. Ne? Letztendlich lassen sie sie gehen, aber ermahnen Johannes und Petrus noch, das heißt in Apostelgeschichte 4, 18 bis 20, und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Und jetzt kommen Petrus und Johannes, das ist nicht so cool. Sie antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Das ist, was sie sagen, weil letztendlich sind Johannes und Petrus, die sagen, wir haben Gott erlebt, wir haben eine enge Beziehung, wir kennen unseren Jesus und wir werden nicht für die Annahme und Anerkennung der Menschen leben, sondern wir werden das Evangelium verkündigen. Es ist uns unmöglich, das nicht zu tun, weil wir leben in Beziehung, wir haben es erlebt, wir haben es gesehen, im Gegensatz zu den Schriftgelehrten, die es nicht gesehen und erlebt haben, die es vielleicht nur wissen in ihrem Kopf. Und ich gehe da auch gleich nochmal so ein bisschen drauf ein, ja, auf diesen Schlüssel, diesen Schlüssel, dass Beziehung zu Gott so ein wichtiger Schlüssel ist, so frei davon zu sein wie Johannes und Petrus. Johannes, also die Apostel Johannes und Petrus, die haben sich natürlich nicht daran gehalten. Das heißt, die haben nicht aufgehört zu beten, nicht aufgehört von Jesus zu erzählen. Ich mache es mal ganz kurz und knackig, lese es euch in Ruhe durch. Sie stehen letztendlich wieder, die Apostel stehen letztendlich wieder vor dem Hohen Rat und werden zur Rede gestellt. Und es steht in Apostelgeschichte 5, 27 bis 29, da steht, und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen, also damit ist Jesus gemeint, dieses Blut dieses Menschen auf uns bringen.
Also sie kreisen wieder um sich selbst. Was denken die anderen? Was denken die anderen über uns jetzt? Was ist, wenn wir da irgendwie falsch liegen und die jetzt was Falsches von uns denken oder komisch über uns denken könnten? Und was antworten Petrus und die Apostel wieder? Ratet mal. Sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Letztes Mal haben sie noch gesagt, entscheidet selbst. Diesmal ist es eine ganz klare Aussage. Ja? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie sind frei von Menschenfurcht. Und ich finde es so spannend, dass die Priester und die Schriftgelehrten, die sind letztendlich so blind für das Wirken Gottes. Ich meine, da ist ein Mann, der von Baby auf an, das muss man sich mal vorstellen, von Baby auf an gelähmt war, der konnte nicht laufen. Und Jesus hat ihn geheilt. Nach 40 Jahren kann der laufen, der hat gejubelt, ja. Aber die waren so blind für das Wirken Gottes, weil es ihnen so wichtig war, was die Menschen letztendlich über sie denken. Und sie lassen gar nicht so an ihr Herz ran. Sie sind wieder, wie ich das eben schon mit dem Künstler beschrieben habe, sie sind ich-bezogen statt sachbezogen. Also dass es ihnen um die Sache an sich geht. Und zwar, dass Menschen berührt werden, dass Menschen geheilt werden durch diesen Jesus. Wir finden das auch tatsächlich in Matthäus 6. Das ist auch eine ziemlich bekannte Stelle. Matthäus 6, Vers 2 lese ich euch mal vor. Da steht, wenn du nun Almosen gibst, also Spenden, sage ich jetzt mal, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wisst ihr, was sie empfangen haben? Einen Stern. Die haben einen Sternenaufkleber bekommen von den Menschen, aber der wahre Lohn ist eigentlich, wenn wir uns die Anerkennung und Annahme von Gott holen und das für Gott tun, aus ganzem Herzen, was wir tun. Er geht noch weiter und sagt auch, wenn du betest, genau das Gleiche, das ist in Vers 5, wenn du betest, sollst du nicht so sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und in den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Sie haben einen Stern bekommen dafür, dass sie in der Öffentlichkeit gebetet haben. Mit dem Herz waren sie aber nicht dabei. Es war ihnen wichtiger, was Menschen über sie denken, anstatt Beziehungen zu bauen mit Gott. Und genau das finden wir dann nämlich. Das ist wie so der Schlüssel, finde ich. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, ja. Der Schlüssel ist hier wieder die Beziehung. Genau wie Johannes und Petrus, die gesehen haben und nicht anders können, als von Gott zu reden. Es steht nämlich in Vers 6, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Also das ist es ja. Geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater. Das ist der Schlüssel, um frei davon zu werden, was Menschen über dich denken. Und er wird letztendlich dafür sorgen, dass es Frucht bringt und dass Menschen davon berührt werden. Aber es geht dabei um deine Beziehung mit Gott und nicht, was Leute von dir denken. Gott sehnt sich danach, davon bin ich so überzeugt. Er sehnt sich so sehr nach Beziehung mit dir. Und an dem Ort, in der Beziehung mit ihm, da werden wir frei. Und ich finde es so cool, der Eli, der Holzschnitzer, der sagt dann noch was zu Punchinello, der sagt, der ist ja voll grauer Punkte, ne, der Punchinello. Und er sagt, du hast so viele Aufkleber, das sieht er auch, ne, du hast so viele Aufkleber, also komm einfach jeden Tag zu mir, damit ich dich daran erinnern kann, wie wichtig du mir bist. Und genau das ist es. Ich glaube, wir brauchen einfach diese Zeit mit ihm. Ich liebe diesen Vers, 1. Johannes 4, 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. An diesem Ort, Gott ist Liebe, an diesem Ort werden wir frei. Und dafür brauchen wir einfach diese Zeit mit ihm. Und ist so cool, in Epheser 4, 23 ist eine Übersetzung von der Hoffnung für alle. Da steht drin, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Und ich finde mal dieses Bild so genial. Ich glaube, dass unser Gehirn, das glaube ich nicht nur, sondern es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass unser Gehirn so funktioniert, dass das, was wir häufig denken, dass das wie so ein Automatismus in unserem Gehirn ist, weil das sind wie so Trampelpfade, die plattgetreten sind. Und es braucht manchmal Zeit und ist ein Prozess,
in den anderen Weg einzuschlagen. Also wenn ihr das jetzt mal nehmt auf Menschen vor, stellt euch vor, ihr habt so einen Meter oder eure Größe, bei mir ist ein bisschen höher als ein Meter, ihr habt so ein Schneeberg vor euch und geht immer wieder diesen einen Weg, der schon platt getrampelt ist, und zwar, was denken die Menschen über mich? Was denken die Menschen über mich? Was denkt die Person jetzt über mich, wenn ich das gesagt habe? Und ich glaube, dass wir lernen müssen und da umdenken müssen, weil genau das sagt es in diesem Vers, lasst euch in eurem Denken verändern. Wenn du Zeit mit Gott hast, lass dich verändern in deinem Denken, dich innerlich ganz neu ausrichten. Und zwar, lass dir sagen, was Gott über dich denkt. Das ist wie so ein Automatismus in deinem Alltag wird, dass du sagst, Gott, was du über mich denkst, ist wichtig, was du über mich denkst. Und du fängst an, diesen Schnee platt zu trampeln und auf der anderen Seite fällt neuer Schnee auf diesen Weg. Und es wird viel leichter sein, diesen Weg zu gehen. Was, glaube ich, total wichtig ist, dass wir, wenn wir Zeit mit Gott haben, in unser Zimmer gehen oder unser Kämmerlein, wie so schön da steht, dass wir auch sein Wort lesen, dass wir also die Bibel lesen. Conrad MacSkiller hat das so cool gesagt, so dass wir sein Wort essen. Ja? Und uns damit einfach füllen mit seinen Wahrheiten. Wenn du das Gefühl hast, oh, ich sitze hier im Zimmer, ich habe das Gefühl, ich rede gegen eine Wand, lies die Bibel. Da steht genug darüber drin, was Gott über dich denkt. Ich lese euch einfach mal so ein paar Bibelverse vor, um euch so ein bisschen hungrig zu machen. Zephania 3,17, da heißt es, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Und ich finde, das ist immer so ein mega schönes Bild, dass man sich vorstellt, Gott ist dein Zuschauer, der einzig wichtige Zuschauer. Er schaut auf dich und er jubelt, egal was du machst in deinem Alltag, egal ob ich jetzt hier stehe und eine Predigt für YouTube aufnehme oder ob ich zu Hause auf dem Sofa sitze oder meinen Geschirrspüler ausräume. Gott jubelt über mich, er jubelt und genau das Gleiche ist in deinem Leben. Er sieht dich und er freut sich über dich. Ja, steht von ganzem Herzen, freut er sich über dich. Wie genial. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, wenn wir Dinge tun. Das habe ich in Bethel in der Bibelschule von einem gehört. Bevor der irgendwas macht, auf die Bühne geht, mit einem Gespräch hat, macht er seine Augen zu und sieht einfach dieses breite Lächeln von Gott, dem Vater, über seinem Leben. Und das ist das, was ihn definiert in der Situation. Und dann ist es ihm so egal, was irgendjemand anderes denkt. In Psalm 139, noch so ein Knaller, da steht, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich schon. Und später heißt es, wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Und wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. So viele gute Gedanken wie Sand am Meer. Wie viel Sand gibt es allein schon auf dieser Welt? So zahlreicher noch als das sind seine guten Gedanken, die er über dich hat. Also komm zu ihm und lass dich mit ihm füllen, um wirklich frei davon zu werden, von der Annahme, von dieser Sucht und von Anerkennung von anderen Menschen. Ich glaube, es total wichtig ist, dass du dir auch einfach so ein paar Fragen stellst, jetzt auch vielleicht so im Anschluss, dass du echt fragst, so, wo habe ich vielleicht Bereiche, wo ich Menschenfurcht habe in meinem Leben? Wie zeigt sich das in meinem Leben? Und was würdest du machen, wenn du keine Menschenfurcht mehr hättest? Was würdest du tun? Würdest du vielleicht ein Business starten? Würdest du deinen Freunden von Gott erzählen? Würdest du dich vielleicht mal ehrlich mit einem Kollegen aussprechen? Dich ganz anders verhalten? Geh das einfach mit Gott an und dann frag Gott, wie siehst du mich? Und wie der Eli, der Holzschnitzer, zu Punchinello sagt, komm einfach jeden Tag zu mir, damit ich dich daran erinnern kann, wie wichtig du mir bist. Ja, Jesus, ich danke dir jetzt einfach, Herr, für alle, die gerade zuschauen, Vater, und zu Hause sind, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du wirklich
ja, so viele gute Gedanken über uns hast, Jesus. Und ich danke dir, dass wir uns nicht abhängig machen müssen von dem, was andere Menschen von uns denken. Und ich spreche einfach jetzt so eine Freiheit in die Herzen von jedem, der jetzt zuschaut. Freiheit, Freiheit, Freiheit im Namen Jesu, dass wir uns nicht abhängig machen von Menschen, von der Annahme von Menschen, von der Anerkennung, von dem, was andere denken, sondern dass wir frei sind, in unserer Berufung laufen und dass wir genau den Weg gehen, Gott, den du für uns hast, dass wir dir gehorchen und wenn du sagst, dass wir da hingehen sollen, dann machen wir das, egal was die anderen denken. Danke, Jesus, für deine Freiheit, Herr, in diesem Bereich, Gott. Danke, Jesus. Amen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Ciao.